genau so sieht das Ganze von oben aus. Und somit ein herzliches Willkommen zu einem neuen Video, wenn es darum geht, einen Kastenwagen zu campen. Wie ihr wahrscheinlich im Titel gelesen habt, geht es um eine Solardusche, Wasserreservoir würde ich es lieber nennen. Und zwar das schöne Ding da hinter mir. Die Konstruktion hat so gepasst, wie ich mir das vorgestellt habe. Jetzt kommt sogar die Sonne. Sehr schön. Und zwar haben wir dort HT-Rohre verbaut, ganz normal aus dem Baumarkt. Da haben wir vier Winkel, 87 Grad, alles in 110 mm Durchmesser. Und wir haben drei Stück mal 2 Meter lange Rohre. Wir haben ein T-Stück mit Deckel und ein offenes T-Stück. Und am Ende haben wir einen DIN-Adapter von 110 auf 50 mit einem Deckel und einem ganz normalen Kugelwasserhahn. Ich werde den Wasserhahn jetzt mal öffnen, mal gucken, ob noch was drin ist. Aber das Auto steht jetzt nach unten gesenkt. Nein, es ist leer. Ich habe nämlich vorher getestet, wie viel Liter da reinpassen. Ja, man kann das nicht wirklich berechnen, weil die Rohre werden zusammengesteckt. Die Winkel weiß man nicht, wie groß sind sie eigentlich. Und was denkst du, wie viel Liter passen da oben rein? Das Ganze wird für mich dienen als Wasserreservoir eigentlich. Für zusätzliches Wasser zum Kochen, zum Duschen. Nicht direkt aus dem Hahn raus, sondern das kommt in ein extra Behältnis. Aber das zeige ich euch, wenn ich in Skandinavien bin. In 3 Wochen geht es nämlich schon los. Deswegen haben wir da oben noch zusätzlich den Wassertank gebaut. Was ich nochmal genau alles benötigt habe, um das zu montieren, zeige ich euch jetzt. Ich wünsche euch damit viel Spaß und lasst mal gerne in den Kommentaren da, wie viel Liter habt ihr gerechnet. Ich war nämlich überrascht, wie wenig eigentlich in ein 2 Meter Rohr passt. Aber das Endergebnis war mehr als zufriedenstellend. Also wir haben jetzt Folgendes vor, und zwar werden wir 3 Rohre nebeneinander haben. Vorne wird der Einlassstutzen sein, für Wasser reinlassen. Irgendwann hinten kommt das Adapterstück. Dann haben wir eigentlich 2 große Rohre, die laufen, und hinten eins in der Mitte, was zurückläuft. So die Theorie. Bei HT-Rohren gibt es keine 90 Grad Winkel, sondern nur 87 Grad. Ich hoffe trotzdem, es wird so funktionieren, wie ich mir das vorstelle. Wir brauchen dennoch Gleitmittel für Kuschelrohre mit Steckmuffen, weil die Größe des 110 mm, die sind einfach zu groß. Die kriegt man nur mit Gewalt zusammengesteckt und das macht keinen Spaß. Ich habe das ehrlich gesagt noch nie gemacht. Ich werde es einfach mal testen. Man sieht, selbst mit dem Gleitmittel läuft es schwierig. So, so. Jetzt kommt da oben das T-Stück, dass das ganze Rohr in der Mitte dann wieder zurücklaufen kann. Wie ihr gesehen habt, dadurch, dass die Winkel 87 Grad sind, war das letzte Stück sehr anspruchsvoll und es ist viel zu heiß. Nun ja, weiter geht's.
Also so ungefähr wird die Konstruktion auf dem Dach sein. Die Rohre werden dann noch hochgelegt und hinten wird es eigentlich ganz gut passen. Wenn da 8 cm sind, dann ist es ein bisschen höher. Und dann kommt hier der Wasserhahn raus. Mal gucken, ob das mit dem Rohr noch passt. Wenn man jetzt schaut, welche Höhen ich verbaut habe, dann habe ich hier vorne 8 cm Schrauben genommen. Dort hinten sind 6 cm Schrauben verbaut. Dann haben wir hier im ersten Teil vom dritten Rohr, ich kriege das leider nicht ganz scharf, nun ja, das dritte Rohr hat dann hier 5 cm und hier vorne hat es dann gar keinen Abstand mehr. Wenn man ein Niveau ist, sollte es eigentlich schön darunter fließen und dann hier zurück. Und da haben wir noch unseren normalen Kugelhahn. Wird mit einem Gardena-Schlauch aufgesteckt und dann kann man da sein Wasser rauslassen. Und oben im Deckel kommt noch ein Ventil rein, damit ich nicht jedes Mal, wenn ich Wasser rauslassen würde, oben den Deckel aufschrauben muss. Jetzt widmen wir uns der nächsten Aufgabe. Und zwar soll der Hahn hier in diesen Deckel. Da ich mich nicht so mit Sanitär auskenne, habe ich folgende Idee. Und zwar ist meine Idee, das nehme ich als Gegengewinde, um das reinzuschrauben. Kann ich den ja da reinschrauben, darum kommt dieses Band. Das Ganze werde ich noch mit mal schauen, Siegerflex wahrscheinlich zukleben oder Silikon, dass es wirklich dicht ist und dazwischen kommt noch so ein Dichtring. Ob das nachher wirklich gut funktioniert, sieht man dann am Ende. Und ja, mit dem Hahn, den kann man ja fast mittig reinschrauben. Also werde ich hier irgendwo den
hat er drei Ansätzen, würde ich sagen. Das ist ungefähr die Mitte. Oder ich mache es lieber gleichmäßig, dann kann ich es nachher auch richtig anziehen. Also schauen wir mal. Ich habe gar keine Ahnung, was für eine Größe es ist. Ich habe aber diese Dinger jetzt hier bestellt. Die sind echt super. Diese Bohrdinger. Ich weiß gar nicht, wie sie heißen. Mal schauen. Die wird es wohl auch nicht sein. Ah, noch eine. Ich wollte es nämlich eigentlich so klein lassen, dass ich das hier selbst schon in das Plastik reinschrauben muss. Und das würde, glaube ich, hier sehr gut funktionieren. Ja. Also hier muss ich das schon in das Plastik schrauben. Dann sollte das da auf jeden Fall schon mal eine gewisse Dichtigkeit haben. Das werde ich jetzt hier auch nicht größer machen. Dann nehmen wir jetzt hier dieses, wie nennt man das eigentlich? Ah ja, so Klebeband für Dichtigkeit. Steht aber nicht drauf in deutscher Sprache. So. Dann wickle ich das jetzt hier mal um das Gewinde. Wie gesagt, sanitär ist überhaupt nicht meine Sache. Einzige, was ich mal mit den Hateron gebaut habe, war mal eine Kartoffelkanone. Aber das ist schon lange her. Schrauben wir das mal hier rein. Und ich würde sagen, damit das cool aussieht, dass die Schrift vom Deckel auch normal erkennbar ist, lasse ich das Ganze so. Und jetzt hier ein Dichtring drauf. Ein größerer Deckel wäre bedeutend einfacher gewesen. Ich habe gerade eine Zange genommen, habe das Gewinde damit festgehalten, wie man sieht, und habe dann mit dem Hahn geschraubt. Jetzt mache ich mal hier ein bisschen Wasser rein. Jetzt sollte er zu sein, jetzt sollte er dann auch kein Wasser austropfen. Wasser ist drinne. Also da ist es mal trocken. Da spürt man nichts. Und wenn ich den Hahn öffne, soll es rauslaufen. Wenn man das so ein bisschen akkurat machen kann. So ist jetzt meine Konstruktion. Aber ich werde diesen Deckel wahrscheinlich in den Adapter reinkleben, weil dieser lässt sich leicht von Hand rein und raus schieben, bei den großen nicht. Und wenn da immer der Druck drauf geht vom Fahrzeug, von Bremsen und Beschleunigen, ist das, glaube ich, besser, wenn ich da das einklebe. Und dann haben wir hier eine normale Gardena-Aufstecker und dann kann man dann mit einem Gardena-Schlauch oder halt mit irgendeinem Wasserschlauch das Wasser dann rausholen und entweder das zum Duschen gebrauchen oder zum Kochen oder so. Das ist ja einfach nur als Zusatzwassertank gedacht. Also jetzt gucke ich mal, was ich da habe. Leica, ich mache gerade ein Video. Danke. Ich habe noch Silikondichtstoff gefunden von Sikaflex. Jetzt habe ich das hier leicht eingeschmiert. Und dann habe ich mir gedacht, ach komm, füllt das Ganze drinnen noch aus. Also das sollte definitiv nachher wasserdicht sein. So, jetzt machen wir das dann auch oben rein. Jetzt geben wir dem Ganzen noch, ich sag mal, 2 Stunden Trockenzeit und dann werde ich mal das Rohr befüllen und mal gucken ungefähr, wie viel Liter da tatsächlich reinpassen. Ich bin mal gespannt, was denkt ihr? Ausgehärtet, kann das jetzt auch nicht mehr.
bewegen ist feste Truppe. Und jetzt haben wir zwei Möglichkeiten, das Ganze zu befüllen. Wir können entweder oben etwas reinmachen oder wir wie jetzt einen Wechselschlauch machen. Können wir dann einfach kurz anstecken und dann das Ganze befüllen. Zum Druckausgleich öffne ich noch oben den Deckel. Und jetzt heißt es befüllen und dann mal schauen, wie viel Liter reinpassen. Zum Schluss ist Wasser noch voll ausgedreht. Wasser ist voll, den Deckel lasse ich jetzt ab. Und jetzt werde ich mittels Gießkanne die 10 Liter fast messen, wie viel Wasser ungefähr da reinpasst. Das hier wird mein Apfelschlag sein. Der werde ich auch immer dabei haben, dass man das schön bis am Boden runterlegen kann. Und ich habe auch eine Pumpe, die wird mit Akkuschrauber angetrieben und dann könnte man auch das Wasser hochpumpen. Das heißt, mal schauen, wie viel Liter da reinpassen. Wie ihr gesehen habt, funktioniert alles super. Und die große Frage am Ende, wie viel Liter doch reingepasst haben. Es sind ungefähr 62 Liter. Ich habe das so ungefähr gemessen, ein bisschen was das daneben geleert. Es ist noch ein bisschen was drin. Das Auto wirklich im Niveau zu haben, war jetzt ein bisschen schwierig. Trotz, dass ich da verschiedene Höhen eingebaut habe. Aber was soll's. Wir haben genug Wasser dabei. Ich danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Euer Esfer.